Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zitat: Das Haus brennt, und Sie sperren die Feuerwehr aus. Sie wollen der größten und ältesten antifaschistischen Vereinigung im Land die Arbeit unmöglich machen. Und dass das Haus brennt, das haben wir eben in der Diskussion um Bedrohung von Kommunalpolitikern wieder erlebt, wo in Zeiten von rechtem Terror und rechter mörderischer Gewalt eine Rechtsaußenfraktion nichts anderes einfällt, als antifaschistische Organisationen als Rote SA zu bezeichnen. Wer so etwas macht, der will nichts anderes, als die Geschichte der Verbrechen des deutschen Faschismus zu relativieren. Nichts anderes. Und dass in Zeiten von rechter Hetze und rechten Terror ausgerechnet der Vereinigten der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, der Organisation der Überlebenden der Konzentrationslager und der Gefängnisse der Nazis die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, das, meine Damen und Herren, ist ein unfassbarer Skandal. Die VVN-BDA leistet einen unschätzbaren Beitrag zur Erinnerung an die Verbrechen des Faschismus, informiert über neofaschistische Umtriebe und ist aktiv in breiten gesellschaftlichen Bündnissen gegen neue und alte Nazis. Und dafür sind wir alle der VVN zu großem Dank verpflichtet. Grundlage dieser unfassbaren Entscheidung war die Einschätzung des Bayerischen Inlandsgeheimdienstes, der sich selbst zu Unrecht als Verfassungsschutz bezeichnet, wonach die VVN-BDA angeblich die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus sei. Ich finde, das ist wirklich absurd. Ausgerechnet die Behörde, die jahrelang die Augen vor rechten Terror verschlossen hat, dass ausgerechnet diese Behörde in einer Zeit, in der eine Partei einen Aufstieg erlebt, deren führende Vertreter Hitler und die Nazis nur als Vogelschiss der Geschichte bezeichnen, in der eine Partei, deren Hass und Hetze gegen Flüchtlinge, Migranten, Andersdenkende und politische Linke den Boden für rechten Gewalt und rechten Terror bereitet, dass in einer solchen Situation der wichtigsten antifaschistischen Organisation die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, das darf doch nicht wahr sein. Das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Und der Fall der VVN-BDA ist dabei nur eine von mehreren, die uns in den letzten Jahren beschäftigt hat. Und dabei entsteht so langsam aber sicher der Eindruck, dass hier das Steuerrecht gezielt genutzt wird, um Organisationen, die eher dem linken politischen Spektrum zuzuordnen sind, zu drangsalieren. Wie erklären Sie sich denn sonst, dass der Verein UNITA, der mit dem rechtsterroristischen Netzwerk Hannibal in Verbindung gebracht wird, mit seiner Gemeinnützigkeit wirbt? Wie kommt es denn, dass bis heute die Vereinigung für Wehrtechnik, ein Verein der Rüstungslobby, als gemeinnützig gelten kann? Wir haben hier vor anderthalb Jahren auf Antrag unserer Fraktion bereits über die Gemeinnützigkeit gesprochen. Damals ging es um die Frage, ob und inwieweit das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC die Gemeinnützigkeit haben sollte. Damals haben Vertreter von FDP und CDU darauf beharrt, die Aberkennung die sei schon in Ordnung. Schließlich sei es im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens geschehen, und ATTAC könne ja Rechtsmittel einlegen. Das alles aber taten Herr Hahn und Frau Arnold damals in dem Wissen, dass ein solches Verfahren die betroffenen Vereine mitunter in ihrer Existenz bedrohen kann. Und was sie dabei ignorieren, ist, dass die Rechtsgrundlage solcher Entscheidungen natürlich eine politische Frage ist und in politischen Gremien, also auch von Parlamenten, beschlossen wird. Sie machen sich hier als Parlamentarier einen schlanken Fuß, wenn Sie behaupten, das alles sei nur Sache der Verwaltung oder der Gerichte. Und auch das Steuerrecht ist eine bundeseinheitliche Regelung. Und das kann uns hier im Hessischen Landtag aber nicht davon abhalten, auch hier die Landesregierung aufzufordern, auf Bundesebene etwas zu tun. Der hessische Finanzminister, Herr Dr. Schäfer, der gibt ja in bemerkenswerter Regelmäßigkeit Pressemitteilungen heraus, was er so alles an steuerrechtlichen Regelungen auf Bundesebene angestoßen hat. Deswegen fordern wir die Landesregierung hier auf, endlich einmal ihren Einfluss wahrzunehmen, ihre Rechte im Bundesrat wahrzunehmen und eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts anzustoßen, damit
wird solche Fälle wie bei Attac, bei Kampakt und bei der VVN-BDA nicht mehr passieren können. Wir wollen die Ziele des Gemeinnützigkeitsrechts ausweiten. Wir wollen, dass die politische Betätigung einer Gemeinnützigkeit nicht im Wege steht. Und wir sagen es noch einmal mit aller Deutlichkeit: Antifaschismus, das ist gemeinnützig.